Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir The Bit More No Zero. Ein sehr, sehr cooles Game, für das ich definitiv bereit bin, denn ich war im Urlaub und bin gut erholt und ich glaube, einige von euch da draußen sind momentan auch im Urlaub. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr euch gerade befindet oder wart. Und dieses Game ist ein mega cooles oder hat ein cooles Konzept. Es erinnert mich sehr an Five Nights at Freddy's, aber doch auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist echt dafür, dass es kostenlos ist, cool gemacht. Ich verlinke euch das Spiel mal unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich immer sehr freuen. Und da so viele Fragen, Leute. Ich bin alle Tage auf der Gamescom. Ich glaube, die ist am 24. bis 28. Schaut uns gerne nochmal nach. Ihr könnt mich treffen und zwar am Samstag und Sonntag. Und zwar in Halle 7 auf der TikTok-Bühne am Samstag um 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr. Ganz wichtig, es ist ein komplett anderes Treffen wie bei der Buchtour. Da gab es 200 Tickets pro Stadt. Das heißt, es konnten auch nur 200 Leute kommen. Jeder hatte seine Timeslots. Das ist auf der Gamescom nicht der Fall. Deswegen kommt rechtzeitig, stellt euch rechtzeitig an. Denn ab einer gewissen Menge machen die Schlange zu. Ich bin, wie gesagt, alle Tage da, deswegen folgt mir gerne auf Instagram Jasmin Gnu. Da seht ihr auch immer, wo ich rumdüse und rumwusel. Aber auf der Gamescom habe ich nichts zu melden. Das heißt, wenn die sagen, du musst jetzt weg, dann muss ich weg. Dann kann ich auch nicht noch irgendwie Ausnahmen machen, weil es ist alles ganz anders dort. Ich werde auch die Autogrammkarten alle vorunterschreiben, dass ich die euch einfach geben kann, damit wir genug Zeit für Fotos haben. Kriegen wir aber alles hin. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und dann fangen wir jetzt an mit diesem Game. Und wir drücken einmal Start. So. Start New Game. Press X to skip Intro Scene. Yep. Sag mir, dass du cursed bist, ohne zu sagen, dass du cursed bist. Ring, ring, ring. Was? Das ist die Sandra. Die ist ja richtig aggro, ey. Und Sandra? Sagt das Telefon. Ja? Mom says she can't serve dinner until... Mom sagt, du bist nicht hier. Sie kann kein Dinner servieren, bis du nicht mit dem Truthahn bei ihr bist. Sie hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass du schneller fahren sollst. Do you know how early I had to get up? Weißt du eigentlich, wie früh ich aufstehen musste, um das Ding zu kochen? Also will ich das nicht hören. Wie der Arm draußen hängt. Next time she can come on out here. Ah, genau. Nächstes Mal kann sie selber rausfahren und sich diesen Truthahn holen. Ey, die sieht so aggro aus, ne? Okay, now she just wants me to tell you to stop yapping and drive. Ich soll dir jetzt sagen, du sollst aufhören rumzuheulen und fahren. Hey! Then you tell her that when I get there, I'm gonna shove the turkey right up. Okay, also wenn, sag ihr, wenn ich ankomme, werde ich den Truthahn direkt und oh, unter Hippokraten. Shoot. Verdammt, sagt sie. Ich glaube, ich hatte gerade einen Auto-Crash. Bist du okay? Nein, ich bin nicht okay, Junge! Hier ist irgendetwas. Was? There's something up in the car. Hier ist irgendwas mit dem Auto. Dang! Thing just up and died on me. Ach, das Auto ist einfach gerade abgekratzt. Hallo? Sandra? Bist du noch da? Ja, kannst du mich hören oder was los? I need you to call. Du musst jetzt unbedingt den. Klick. Okay, ist aufgelegt. Oh nein. Das ist auch noch das verdammte Telefon, geht nicht mehr. Okay. Irgendwie. Oh nein, ich habe gar keinen Bock auf sowas. Okay, sieht so aus, als wäre niemand hier, der jetzt irgendwie vorbeikommt und Hilfe. Mir Hilfe bringt. Gonna have to walk. Oh Gott, ich muss den Weg selber laufen. Mit dem Truthahn. Ain't gonna be light no more. By the time I head up the road. Okay, es gibt nicht mal Licht. Better settle on in, cause it looks I'm staying here. Ah, okay, ich sollte lieber loslegen, weil ich, also losgehen, weil ich glaube, ich bleibe hier bis morgen. Mir gefällt es hier irgendwie alles nicht. Und ich höre auch gar nichts. Ich will es aber auch nicht zu laut machen, sonst erschrecke ich mich. Muss ich jetzt raus oder was? Sehr fürchterlich. Okay, 9 Uhr. Oh mein Gott. Es ist ein Reh! Ein Reh! Kann ich hier nicht irgendwie raus? Ich mach laut, ne? Hallo? Oh, noch ein Reh. Okay, also ich würde mich hier definitiv nicht... Es ist jetzt 10 Uhr.
Ich bewege mich aber auch gar nicht raus, ne? Okay. Scheint ja wirklich irgendwo der Pampa zu sein, wenn hier sonst nichts anderes geht, ne? Ist es hängen geblieben, das Reh? Okay. Okay, bringt nichts, wenn ich hier bleibe die ganze Nacht, denke ich. Better get myself some... Ah, ich sollte jetzt quasi einfach schlafen gehen. Okay, echt? Das wäre das Letzte, was ich machen würde, wenn mein Auto nicht geht, irgendwo im tiefen Wald da halt schlafen gehen. Was zur Hölle? Dieses Geräusch hat mir nicht gefallen, aber überhaupt gar nicht. Sie sieht so aggro aus. Was auch immer es bleibt besser, wo es ist. Oh Gott, ich habe eine Waffe. Und wenn nicht, dann werde ich ja ready dafür sein. Oh nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott, nein, ich will so ein Spiel nicht spielen. Oder? Der ist hier. Hier ist der. Oh fuck. Da ist er. Was ist das? Ach so, es ist wieder nur ein Reh. Und ich pack das nicht. Es ist voll laut. Ich erschieße das jetzt nicht. Aber vielleicht ist es schlau, es abzuknallen, weil dann das etwas, was hier schreit, nicht mich will. Ah! Mann, du Sack! Das war nur ein Reh. All good. Ey, nee, ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Ich will wieder in Urlaub. Ich hasse so Spiele. Oh nein, ich habe ja noch ein Dach. Scheiße, ich habe noch ein Dach. Nein! Oh mein Gott. Fuck, Leute, ich hab ein Dach. Ey. Ich will nicht sehen, was da kommt. Ist es sowas wie Do You Copy? Ich höre immer irgendwas schnüffeln. Hallo? Ich pack das nicht. Irgendwann steht hier was. Oh, fuck. Okay, das war, glaube ich, richtig. Um Gottes Willen. Das war, glaube ich, richtig. Hilfe! Ich will das nicht, das ist wie Five Nights at Freddy's im Auto. Nimm doch die ganzen Rehe hier, Mann. Hier läuft alle 2 Minuten eins rum. Ich glaube, ich muss den Truthahn einfach loswerden. Oh Gott, bitte nicht. Bitte, was habe ich denn getan? Ich will doch nur den guten Truthahn zu meiner Mutter bringen und kochen. Oh oh. Oh oh. Ey, es ist so gemein, ne? Die irritieren einen einfach nur. Ich muss ganz genau hinhören, ne? Scheiße. Jetzt kommt der gleich wieder. Aus dem Weg! Bambi! Oh oh. Oh, da ist er wieder. Oh mein Gott, da ist er ja. Da steht er ja. Ich sehe ihn. Aber ist ja gut, wenn er da hinten steht, dann kann er ja nicht herkommen, oder? Er geht wieder. Okay, das war aber schon mal ein Vorbote. Wie viele Schüsse brauchtest du mit Dingen? Wieso kann ich eigentlich aus der Scheibe schießen? Ich weiß halt nicht, ob ich einen Schuss vergeuden darf. Ich kann, ey, es ist ja voll. Es ist wirklich wie Five Nights at Freddy's. Oh. Ah! Wow, Mann! Oh Gott!
Oh Gott, das ist ja wirklich ein Five Nights at Freddy's im Auto, Mann. But I do so with something out there that ain't ja, ach was, der war doch gerade von deiner Scheibe, Mann. Ist der gruselig, wie der da reinglotzt. Oh Gott, diese nächsten Stunden werden nicht einfach sein. When falling asleep, tap space repeatedly to wake up. Was? Ach so, wenn ich einschlafe, weil ich jetzt müde werde, ne? Oh Gott. Oh, ich hasse dieses Ding. Jetzt werde ich auch noch müde. Das ist wirklich wie Five Nights. Nein, wach auf. Oh Gott. Ah! Bist du dumm? Oh Gott, der hat die Tür aufgemacht. Ist das gruselig. Der hat die Tür langsam aufgemacht. Ich drücke jetzt nur noch. Oh mein Gott. Bist du dumm? Der hat meine Tür aufgemacht. Warum ist deine scheiß Autotür überhaupt offen, Mann? Ist das gruselig. Ich tapp die ganze Zeit. Um Gottes Willen. Friss doch die Rehe, Mann. Die haben viel mehr dran. Wie kann man nur einschlafen, wenn das Monster hier ist und die Tür öffnet? Da bist du so im Adrenalinschub. Oh, was ist denn da vorne? Licht? Da kommt Rettung. Da kommt Rettung. Da kommt Rettung. Oh Gott, ich hoffe, dass der jetzt auch nicht sich angewöhnt, irgendwann langsam hier lang zu laufen. Da vorne ist Rettung, oder? Oh Gott, ich muss aufpassen, dass der nicht auch auf einmal ranschleicht und ich denke, es ist ein Reh. Gottes Willen. Da kommt Rettung, da kommt irgendwas. Ja, wir haben es gleich geschafft, Mann. Oh, jetzt kommt er gleich wieder, ne? Oh Gott. Hilfe! Ist das ein Stressspiel? Ich will hier raus! Nein, ich will nicht hier raus. Okay, wir haben es gleich geschafft. Nur 5 Uhr morgens, Mann. Es ist wieder 24-Stunden-Stream. Das schaffe ich doch wohl. Ich muss wach bleiben. Der Truthahn ist schon ganz kalt. Oh. Oh, der ist so ätzend vom Geräusch her, ne? Wie er da rumrennt. Ich habe jetzt auch bald keinen Schuss mehr, ne? Kann es sein, dass ich gar nicht jedes Mal schießen muss? Der kommt wieder. Kann es sein, dass ich gar nicht jedes Mal schießen muss? Eventuell. Weil immer nur, wenn er vielleicht die Tür aufmacht. Aber gut, der klebt ja dann am Auto, ne? Und guckt so. Oh, oh. Oh, oh. Ah, der macht den Kofferraum auf! Das ist so eklig, der macht den Kofferraum auf. Ich hasse den. Mann, ist der widerlich. Lauf weg, du Stück. Komm jetzt. Es ist. Nein, jetzt schlaf doch nicht ein. Du hast doch gleich geschafft, Mann. Entspann dich mal. Ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Ich will nicht. Was ist denn das da vorne eigentlich für ein erlösendes? Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab nur noch einen Schuss! Ich hab nur noch einen Schuss! Oh mein Gott. Das ist so eklig. Ich hasse dieses Spiel. Aber es ist ein geiles Konzept. Aber es ist nichts für meine Nerven, Mann. Ich werde nicht alt mit dem Spiel. Stille Nacht. Bitte, lass es endlich 6 Uhr morgens sein. Bitte. Du kannst doch jetzt nicht einschlafen, wenn ich so... Ich würde nicht ein... Oh mein Gott, Hilfe. Okay. Das ist nur ein dummer Bambi. Bitte, es ist um 6 Uhr morgens, bitte rum. Mein Gott, schlaf doch nicht ein. Es wird heller, ne? Bilde ich mir das ein, Leute? Ich glaube nicht. Es wird heller. Ich weiß noch nicht, was diese schönen Lichter da vorne sein sollen. Ich habe keine Ahnung. Was ist, oh, sie sind weg. Oh, oh. Waren das vielleicht Lichter, die mir helfen hätten können? Ich kann ja auch mich nicht bewegen, ne? Ich kann ja wirklich nur Leertaste drücken. Oh Gott, wann wird es denn endlich hell? Oh Gott, da kommt er wieder, der dumme Sack. So, ab jetzt haben wir keine Muni mehr. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Nicht einschlafen. Birgit! Ach auf, Mann. Ich hab keine Muni mehr, ne, Leute? I got no Munition anymore. We are dead, ladies and gentlemen. Bitte, 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 bitte. Ich weiß auch nicht, wie viel Uhr... Oh mein Gott, ich weiß auch nicht, wie viel Uhr es sein muss. Habe ich keine Muni mehr? Habe ich zu früh gedrückt? Habe ich zu viel geschossen? Ich glaube, manchmal ist er wirklich nur vorbeigelaufen, ne? Kann ich das Reh... Bambi! Bambi! Oh Gott. Oh Gott, es wird echt hell. Es wird hell! Es wird hell! Er dürfte jetzt nicht mehr kommen. Wach auf, Mathilda. Nein, nein, nein.
Es wird hell, es wird hell. Er darf nicht mehr kommen. Er darf nicht mehr kommen. Es ist hell. Es ist jetzt hell. Ach, ich sehe den auch im Rückspiegel. Das ist ja witzig. Oh nein. Oh Gott, das ist nur so einer. Oh, oh, ich glaube nur noch 30, nur noch 15 Minuten, bitte. Es ist hell. Werwölfe dürfen um die Uhrzeit nicht mehr im Wald sein. Es ist hell. Ich habe auch keine Muni mehr, ne? Gibt's hier nicht noch irgendwas einzusammeln? Bitte? Irgendwas? Bitte, 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 lass es doch jetzt Tag sein. Lass es, mach jetzt dieses Five Nights at Freddy's Ding, 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 Ding. Yay, Dings. So, im Prinzip das hier. Oh. Ja, ich denke, das Licht ist jetzt genug, damit ich jetzt gehen kann. Oh Gott, ja. Ja. Oh Gott, ich gehe raus, ja. Ja, ich bin entkommen, oder? Oh oh. Vroom vroom! Der nimmt jetzt mein Auto! Der wollte nur mein Auto haben! Oh. Der wollte nur mein Auto haben! Ich habe nur einen Stern. Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen es jetzt nochmal. Und ich lasse den mal reinkommen. Mal gucken, ob der mich umbringt oder ob der einfach nur meinen Wagen nimmt. So, ich bin aggro. Ich mache hier mal nix. Vielleicht fährt er mich ja weg. Vielleicht ist es ja so ein Secret Ending. Boah, es ist laut auf einmal. Das probieren wir jetzt mal. Ey, ich sehe so aggro aus, ne? Ist überhaupt kein Leben mehr in mir drin. Ich bin einfach nur genervt. Von der Fahrt, von allem, von meinem Leben. Aber das Konzept ist geil. So in so einem Auto, das wäre halt auch ein echt geiles Multiplayer-Horror-Game. In so einem, ähnlich wie bei Bigfoot, in so einem Wohnwagen gefangen zu sein. Und du musst taktisch den irgendwie abwenden oder quasi, wie sagt man, abwehren. Das fände ich, wäre sehr nice. Das wäre nice. So, also der Truthahn kommt nie an. Und ich würde einfach mal gar nicht schießen. Aber ich muss echt sagen, eines meiner Lieblingsgames ist tatsächlich Do You Copy. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Do You Copy war eines der coolsten Games vom Prinzip her, weil es einfach so gruselig war. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist auch auf diesen Kanal gerne mal eingeben. Ist mega nice. So. Okay, let's go. So. Ich kann jetzt ja nichts machen. Es ist 9.36 Uhr. Es ist noch hell. Und ab dem Moment, wo es dunkel wird, ich würde mich mal nicht wehren. Lassen jetzt einfach mal den kleinen süßen Wolfi kommen. Und gucken, ob der vielleicht echt einfach nur den Wagen nimmt. Sagt so, ey, ich habe kein Interesse an dich. Oder vielleicht schmeißt er mich auch raus und fährt weg. Vor allem, warum ging auf einmal das Auto, als er es benutzt hat? Das ist voller Beschiss. So. Ich würde einfach mal die Panik kriegen, wenn ich allein im Wald irgendwo wäre. Es gibt ja schon mehrere Geschichten, auch von einer Bekannten von mir, die hat irgendwo im Ausland in einem Wagen allein gepennt. Und dann nachts irgendein Typ versucht, ihr Auto aufzumachen. Das wäre für mich der absolute Horror. Also, ich wüsste tatsächlich nicht, was ich machen würde, wenn ich keinen Empfang hätte und allein im Auto bleiben. Ich glaube tatsächlich, das Schlauste ist es auch, im Auto zu bleiben, als dann alleine nachts irgendwie rumzulaufen, würde ich jetzt so sagen. Aber wenn halt wirklich keiner kommt und man irgendwie Durst hat, ich glaube, ich würde halt dann am Tag versuchen, irgendwie weiterzukommen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gemerkt, in der Türkei, weil ich da keinen Empfang hatte, wie lost man eigentlich ist ohne Handy. Da kannst du nicht mal Google Maps anschalten und gucken, wo du bist. Was passiert denn, wenn ich ein Reh abknall? Das probiere ich jetzt gleich mal. Ich knall die Rehe ab und dann lasse ich mal den Wolf reinkommen. Hey, Bambi, what's poppin'? Wie süß es auf mich zuläuft. So. Macht nur. Eigentlich hat der Wolf mit euch ja echt genug zu essen, so viel wie es von euch hier gibt. Ganz schön frech. So. Oh. Okay, jetzt geht's zu schlafen. Let's go. Jetzt kommt wieder dieses ätzende Geräusch. 3, 2, 1. Okay. So geil, wie sie guckt. Sie ist einfach so richtig aggro. Okay, let's go, Leute. Okay. Ich erschieße jetzt auch mal die Rehe und lass ihn reinkommen. Den kleinen Racker. So, Bambis. Wo
Wo seid ihr? Den treffe ich, glaube ich, von hier aus nicht, oder? Verdammt. Das war Absicht. So, da kommt doch jetzt gleich nochmal ein langsamer vorbei. Bambi. Wo bist du? Aber ich fände es cool, wenn er auch vom Fenster gekommen wäre oben, wenn er da so drauf gesprungen wäre. Aber ich finde, ich habe auch gar nicht geguckt, er kommt ja auch von hinten, ne? Der kann ja hier durchschauen. Da gab es immer dieses Game im Auto, das war mega cool. Wo du wirklich nur im Auto warst. Ist er da hinten? Da steht er. So, hier. Oh, ich glaube, das ist jetzt tot. Ja. Ist es tot? Ups, sorry. Ich glaube, ich habe es wirklich abgeknallt. Jetzt kommt er. Ich lasse ihn jetzt mal rein in mein Auto. So eklig, wie er langsam die Tür aufgemacht hat. Ah, ich hab's erschossen. Aber die Geräusche gehen trotzdem weiter. Oh, jetzt ist es weg. Ich höre ihn doch schnüffeln, oder? Man darf halt wirklich keinen einzigen Schuss verfehlen bei dem Wolf. So, komm schon. Komm schon, du Schwein. Jetzt kommt er, oder? Ja. Ey, das ist so gruselig, ne? Ich will das gar nicht zulassen. Das war eklig. Okay, er wird mich wahrscheinlich schon umbringen, um mein Auto zu bekommen. Aber mir gefällt dieses Spielkonzept sehr. Ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr draus macht, ein paar mehr krassere Jumpscares, dass der zum Beispiel von oben, von dem Baum unten aufs Auto drauf fällt und auf einmal an der Scheibe hängt und wie er es so langsam aufmacht, du einschläfst, ist eine sehr, sehr coole Idee. Gefällt mir. Game ist kostenlos. Verlinke ich euch unten. Könnt ihr euch gerne downloaden bei Itch.io. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir werden jetzt dann übrigens auch demnächst weitere, längere Games spielen. Aber wie gesagt, wegen der Gamescom und allem wird das ein bisschen schwierig momentan, deswegen machen wir die alle ab September. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Handherzi und lasst ein Abo da.